Gothic 2 Nostalgic Edition, die vierte. Ja, jetzt gucke ich mal auf mein Charakterprofil und sehe, ich habe ja 20 Lernpunkte. Das ist schön. Ich könnte mich skillen. Ich könnte mal ein bisschen Stärke, ein bisschen mehr Geschick. Mana, Lebensenergie, gut, okay. Ich könnte mich aufskillen. Deswegen werde ich erstmal im Menü gucken. Und zwar auf allgemeine Infos. Lehrer in der Außenwelt, Kavalon zum Beispiel, kann mir den Umgang mit dem Bogen zeigen und mir das Schleichen beibringen. Werde ich machen. Ich laufe also wieder zu Kavalon hoch. Aber das ist ja hier nicht die richtige Richtung, oder? Bin ja von der anderen Seite gekommen. Ja, das ist nicht die richtige Richtung, weil da hinten stehen ganz viele Wölfe. Die wollen wir nicht. Ja, Schleichen, Akrobatik. Also Akrobatik ist auch ziemlich wichtig, finde ich, weil ich dann ein bisschen schneller vorankomme. Ah, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen in der Stadt um. Auf unkonventionelle Art und Weise. Und während ich vorhabe, zu Konstantino zu gehen, wegen der Kräuter. Gucken wir mal, Herold, der hat noch nichts zu sagen. Wieso sagt er nichts? Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Ja, dumm rumstehen oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Na, gucken wir mal hier, Ranga. Hey, wie sieht's aus? Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmigen. Was will man mehr? Du arbeitest für die Paladine? Ja, ich mache ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Zurzeit ist alles ruhig. Na, das hört sich doch gut an. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Willst du noch ein Bier? Klar will ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Hier stehen nämlich schöne viele Biere rum, die man sich einfach so nehmen kann. Also Freibier, Leute. Oh, was sagt der Wirt? Hey, komm näher. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Na, seht ihr? Und an dieser Stelle nochmal die Frage. Habt ihr denn herausgefunden, wessen Stimme auch dieser Wirt hat? Willst du noch ein Bier? Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Look, look. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Aha. Das heißt also... Willst du noch ein Bier? Genau. Einen guten Schluck kann ich wohl vertragen. Desto mehr man ihn abfüllt, umso mehr redet er. Wie im richtigen Leben. Na komm. Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen. Ja, ja, der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Monster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Hör zu, wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten, wenn er der Stadt zu nahe kommt. Alles klar? Verstehe. Na, alles klar. Mal gucken. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Ah ja, wann kippt er denn endlich um? Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Okay, das wird's wohl sein. Mehr Infos gibt es Hört nicht. Hört ihr Bewohner von Korinis? Oh, er sagt Auf was. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ork-Angriffs entsprechend okay, vorzubereiten. Kennbar. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes aus? Zu üben du kommst und wohl sich nicht angemessen von hier, zu was? Bewaffnen. Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich.
Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Und du hast ja recht. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Na gucken, er könnte mir was beibringen über die Jagd. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Wenn du lernen willst, wie man Tieren das Fell abzieht, geh zu Bosper. Er hat's mir damals auch beigebracht. Ach ja, Bosper, das ist mein Lieblingsausbilder. Ja, wie man schleicht, kosten 5 Lernpunkte. Ach, Schleiche, das könnte ja Kavalorn auch beibringen. Wie besser mit dem Bogen umgehen können, wo... Ah, machen wir später. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Oh, oh. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Ja, was einen guten Freund angeht. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Ja, das ist klar. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Mal gucken. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Nö. Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Nö. Nein. Dann bringt die ganze Sache ja wohl nicht viel. Komm wieder, wenn du das gelernt hast. Also, alles gut. Ja, jetzt möchte ich für uns alle mal ein bisschen mehr Licht sorgen. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergibt folgender Erlass. Straßenlaternen, vielleicht kann ich die ja entzünden. Ja, natürlich. Kann sie entzünden, die Straßenlaternen. Machen wir mal Licht. Sag mal, gibt's denn da keinen Typen, der das selber macht? Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Korinis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Mit Wein aus dem Kloster versorgt. Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Koragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Na ja, dann friss meine Erleuchtung, die ich in der Hand habe. Okay, bring mich zum Kloster. Ja, das ist... Das lassen wir nochmal. Das machen wir später. Baltram. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Ja, danke für die Info. Zeig mir deine Ware. Okay, außer Brot, Käse und Wasser hat er eh nichts. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. So, so. Ja, ich darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass ich ursprünglich ja zu Konstantino wollte. Hört ihr Bewohner von Korinis? Vengaro. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Und hier, Abujin. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt.
Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Alles weiter. Meine Meinung kennst du ja schon. Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Umar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wer sagt jetzt sowas? Abu Djin. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Gar nichts mehr. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Das ist aber sehr nett. Das habe ich schon. Sohn der zweifach gespitzten Zunge. Ich bin ganz deiner Meinung. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Das nicht sieht, kann ich mal. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir. Magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst? Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Das ist eine schlimme Sache. Das ist eine sehr wichtige Information. Ja, Weissagung mache ich noch nicht. Ich glaube, die ist mir zu teuer. Machen wir später. So. Jetzt gehen wir herunter. Und, wo war denn nochmal? Ich muss mich einfach wieder reorientieren. Genau, richtig, hier durch den Tunnel. Hier rechts rein. Da ist Konstantino. Und hier Matt, unser Türsteher. Hey, was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Das ist doch schon lange bekannt. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich habe die falschen Leute gehört. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Bei dir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe meine eigene Meinung. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Deine Meinung will ja keiner hören. Fangen bei einem anderen Meister an. Aber wenn die nicht alle durcheinander labern würden, dann könnte man auch Konstantino besser verstehen. Ich habe mir das schon gedacht. Das ist doch alles nur Gerede. Ich mach's folgendermaßen. Damit wir ihn besser verstehen können, werden wir mal bis zum nächsten Morgen schlafen und ihn nochmal anfragen. So, vielleicht ist es ja auch ein bisschen stillerer geworden. Ach, meine Fackel ist noch an. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Naja, ich wäre bei einem anderen der Meister anfangen. Ich suche Heilung, zeig mir deine Ware. Erstmal gucken, was er überhaupt hat. Zeig mir deine Ware. Also Blauflieder, Goblinbeeren, wie viel? Nur eine. Waldbeere, Heilpflanzen, Kraut, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerkraut, Knochen eines Goblins. Oh, Tränke, permanenter Veränderung. Göttliche Kraft der Gestirne, Mana-Trank-Rezepte. Gut, Drachenwurzel und so weiter. Da haben wir einen Flügel und eine Laborwasserflasche. Ja, wegen der Pflanzen, ich suche Heilung. Erstmal gucken wir mal auf seine Liste, die uns Konstantino gegeben hat. Schauen wir mal. Nachricht, die haben wir ja. Konstantinos Kräuterliste. So, alchemistische Kräuter. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel, Goblinbeere, Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknöterich und Stöckel. Anmerkung, lasst ihr noch von einem Lehrlingsanwärter die Pflanzen bringen, dann weißt du, ob er was taugt. Gruß zu bist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe noch nicht alle zusammen, also was sagt er? Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst,
bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Verstehe. Verstehe. Na gut. Das heißt also noch weiter in die Natur raus und sammeln. Was sagt uns der Buchständer? Okay, nichts Besonderes. Ja, zurück bitte. Danke. Hat jetzt geklappt. Ja, dann wollen wir mal die Fackel fallen lassen und mal gucken, ob wir bei jemandem von ihm hier Harad zum Beispiel Stärke kriegen können. Okay, nix. Ich suche Arbeit. Ja, die suche ich. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Okay. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Ja. Bring mir die Waffe eines Orks. Genau. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Ja, so sieht das aus. Lass uns noch mal die Sache mit dem Ork reden. Lass uns noch mal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner, oder? Dein Ort ist schon so gut wie erledigt. Gucken. Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner. Wenn ich dich so ansehe, könntest du recht haben. Du hast nicht viel auf den Rippen. Aber das kann ja noch werden. Trotzdem musst du mir beweisen, dass du den Mut zum Kämpfen hast. Geht's vielleicht diesmal auch nur noch mal kleiner? Hakon. Der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen am Osttor rumtreiben. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Dann weiß ich, dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können. Ich kann mich nur erinnern, ich sollte ihm eine Orkwaffe bringen. Naja, gut, okay. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Ja. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Okay. Mal gucken, was Brian sagt. Hey, neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harad. ja. Okay, hallo Brian, grüß dich. Wie ist es, der Lehrling eines Schmieds zu sein? Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harad. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harad als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Geile Einstellung hier von hier aus. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her. Aber in erster Linie ist der Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Erzähl mir mehr über Meister Harad.
Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ah ja, könnte er. Dein Interesse. Danke. Ja, schön. Da hinten ist Torben. Wollen wir uns mal auch vorstellen. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinnis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Ach ja, so ist das. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kennt sich mit Schlössern aus? Aha. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Tja, das ist doch mal interessant. Dann kann er auch bestimmt mir beibringen, wie man Schlösser knackt. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Sicher. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Okay, kannst du mir dann wenigstens Dietriche verkaufen? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen, aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Bla bla, oh, 17. 10 Goldstücke für Dietriche. Ich werde mich vorher mal damit einsacken. Zwar damit ein Ding. Okay. Soll es gewesen sein. Was gibt's denn noch? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Das ist eine schlimme Sache. Also ich als Spieler nicht. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Nein. Also wenn du meinst, ob ich regelmäßig bete... Ich verstehe. Ein Mann, der sein Handwerk nicht mit dem Segen der Götter verrichtet, wird niemals meine Zustimmung bekommen. Bitte die Götter um Vergebung für deine Verfehlungen. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Och, das noch. Ich kann das nicht glauben. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Riges. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum.
Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladine hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Ach ja, dieser Frauenaufreißer. Klar, der muss was aufs Maul kriegen. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Osper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ja, apropos Bosper. Hier ist ja sein Geschäft und hier ist auch... Wie heißt das hier? Ich wundere mich über gar nichts. Bognerei zum tödlichen Pfeil. Wo hast du das denn schon wieder her? Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ja, hallo. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fell. Noch mehr Ärger. Was treibt dich nach Korinnis? Er muss das ja wissen. Machen wir das. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Ich weiß egal. Also nicht mehr, was ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Ich wundere mich. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen, wenn ich den Mistkerl erwische. Es war genau so, wie du sagst. Oh ja. Okay, lassen wir das mal bis hier hin. Ich bin dafür, dass wir... Okay, das hat ja Regis erzählt. Hier ist Matteo drin, das weiß ich. Was kann ich für dich tun? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Was verkaufst du denn? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Kommt drauf an, wie teuer sie denn ist. 250 Gold. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Aha. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Ich kann das nicht glauben.
musst es ja besser wissen. Tja, 250 Gold für eine Lederrüstung. Ich mache jetzt diese Konversation nicht weiter. Ich habe nur 109 Gold, weil ich ja noch Dietriche gekauft habe. Und ich möchte ganz gerne nochmal was lernen. Und da werde ich... So, jetzt bin ich auf deiner Seite. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ja, ja. Ja, ja, bla, bla, bla. Bewohner der Stadt verschwinden einfach. Oh, machen wir mal den Kontext weiter. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ja, ganz viele. Komme ich zum oberen Viertel, wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Wo kann ich hier übernachten? Das ist mal jetzt mal wichtig für mich. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Wird sich das jemals ändern? Tja. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Solange du in Korinnes bist, kannst du dich sicher fühlen. Gar nichts mehr. Die Paladine des Königs wachen jetzt über diese Stadt. Tja, gut, okay. Ich muss weiter. Und zwar wollte ich nochmal einen Besuch abstatten bei Kavalorn. Und das skippe ich jetzt. Ach, da fällt mir gerade auf, wo ist denn Matt? Matt ist ja gar nicht mehr da. Sehr komisch. Ich habe ihn aber nicht mehr befohlen, von mir wegzubleiben. Komisch, komisch. Da muss ich wieder zum Marktplatz wahrscheinlich immer hin und den wieder aktivieren. Gut, okay. So, da hinten ist er schon in Sichtweite mit seinem Lagerfeuer, weil ich habe mich entschieden, doch mal was von ihm zu lernen. Und zwar... Hey! Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Einhandwaffen kosten... Ich bin für Bogen. Schleichen. Okay, machen wir folgendes. Einmal Einhandwaffen. Einmal Bogen. Und einmal Schleichen. Mit weichen Sohlen hast du eine größere Chance, dich deinen Gegnern zu nähern, ohne dass sie es merken. Und, ich würde sagen, nochmal Einhand. Dann bin ich auf 10, oder? Guck ich mal weiter. Schon besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Was willst du wissen? Okay, haben wir wenigstens ein bisschen mehr Einhandtalent. Du hast eine Menge... Genau, okay, das kennen wir. Und fällt mir auch noch gerade auf, ich war noch gar nicht hier in der Höhle, beziehungsweise hier in dieser... Ja! An diesem Steg hier, an dieser Lichtung. Wo es auch gleich sofort hier eine Ratte gibt. Blauflieder. Gibt es leckere Sachen. So, Ego-Perspektive und gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Okay, hier geht es irgendwie runter. Ne, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Gehen wir mal hier. Ups, haben wir hier? Oh, Spruchrolle. Lederbeutel. Sofort öffnen. Naja, 25 Gold. Was ist hier? Das sind Apfeltabak. Gut, hier hat mir der Abujin geschenkt. Weiter geht's.
Okay. Ja, dann mache ich mich wieder auf zur Stadt und bedanke mich für das Gucken des vierten Teils und wir sehen uns wieder. Gebt Kommentare, macht einen Daumen und freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss. Kavalon, friss nicht so viel.